Bis zu 4 Objekte können unsere Gäste pro Thema mitbringen. Warum also nicht den Ururgroßvater von der Wand holen? Die Ururgroßmutter auch? Und nochmal ihr Ehemann. Etwas aus der Reihe der Ahnengalerie fällt dieses kleine Früchtestillleben. Sein Besitzer ist übrigens Hobbyfotograf. Ich finde das Bild toll. Warum? Ja, schauen Sie, wie die Früchte dargestellt sind. Das fällt schon fotografisch schwer, eine Frucht so darzustellen. Und in diesem Format, ich finde, da ist Könnerschaft in diesem kleinen Bild. Was glauben Sie, was es wert ist? Keine Ahnung. 500 Euro. Oh, nur. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ja, Sie bringen uns eine ganze Galerie. Ich bringe die halbe Familie. Ja. Die halbe Familie. Sind Sie alle verwandt mit Ihnen? Die sind verwandt. Ja. Der Herr ist der Großvater meines Großvaters. Okay. Dazu ist die Dame vielleicht die Großmutter Ihres Großvaters? Die Dame ist seine Ehefrau, ist ein Selbstbildnis von ihm. Ja. Dass der Ururgroßvater ist, wissen wir auch, um wen es sich handelt. Das ist ein Maler, ein Historienmaler, Hermann Plüdemann. Ja. Aus den 1850er, 60er Jahren. Dürfte ein bisschen früher sein. Ja. Das ist früher, weil das anlässlich seiner jungen Ehe gemalt ist. Ja. Und der Historismus ist so ein Zeitalter, über den ich sonst nicht viel weiß. Wobei ich sagen muss, dass ich hier noch wenig von Historismus sehe. Ja. Doch, ich schon. Ja. Hätte mich gewundert, wenn nicht. Gab es eine bestimmte Bekenntnistracht, eine politische Bekenntnistracht. Das war der sogenannte altdeutsche Rock. Und der hatte ganz in Schwarz zu sein. Das ging aus den Befreiungskriegen hervor und hat bis weit in die 30er Jahre vorgehalten. Und insbesondere Männer trugen diese schwarzen Röcke und man wusste gleich, dass sie entweder für Demokratie sind oder für den Reichsgedanken. Das hat sich ja heute etwas auseinanderentwickelt. Und selbst der bayerische König als Kronprinz, also vor 25, trug den altdeutschen Rock und Frauen gleichermaßen. Die trugen auch schwarz, hier noch das Lila als Farbe der Kirche und eben ein Kreuz, um sich diesem älteren System, was aus dem Mittelalter nur her bekannt war, als zugehörig zu zeigen. Zwei wunderbare Bilder, auch wenn der Herr Plüdemann jetzt nicht den Parnass erklommen hat als Maler. Aber das sind wunderbare Beispiele deutscher Porträtkunst der 1830er Jahre. Wenn wir dieses kleine Bild anschauen, das dürfte ja auch er sein, nicht? Ja, ja. Das ist er, gemalt von seinem Bruder, steht hinten drauf. Ja. Im Garten des Malkastens in Düsseldorf. Und da sind wir jetzt bei einer ganz interessanten Geschichte. Wo er dadurch die Ausbildung erhalten hat. Dadurch verstehen wir jetzt auch, warum dieses kleine Stillleben dabei ist. Ja. Der Malkasten in Düsseldorf war eine Künstlervereinigung, die im Jahre der Revolution 1848 gegründet worden ist, die ein Kunstverein war, wo es nicht nur um Malerei ging, nicht nur um sondern auch um Musik, um Literatur, um Feste und so weiter. Er existiert heute noch und ist heute von der Düsseldorfer Gesellschaft okkupiert. Es gibt natürlich noch Künstler, aber das steht nicht ganz und gar im Vordergrund und ist damit eine der ältesten Künstlervereinigungen, die noch aktiv sind. Und der Garten ist in einen Landschaftsgrund gesetzt. Man sieht andere Mitglieder dieser Gesellschaft gleichermaßen mit Strohhüten und hellen Sommerröcken angetan. Da sind wir in den frühen Jahren. Für mich hat das was Spitzwegartiges. Ein bisschen, ja. Man sieht auch diese Herumsitzen unten in dem Garten, die mit den hohen Hüten, diese Künstlerhütte. Ganz ist das stilistisch jetzt für mich noch nicht unter einen Hut zu bringen. Aber jedenfalls ist es das stolze Porträt eines wunderbaren Malers. Und wenn wir uns jetzt das Bildchen drüber anschauen, das auch in dieses Konvolut gehört, der Familie, dann wundert man sich, warum ist es, da es ja stilistisch ganz anders ausschaut, wieso gehört es dazu? Dieser Maler des Stilllebens rechts oben ist ebenfalls ein Mitglied des Malkastels. Wissen Sie, wie er heißt?
Es wird nur, ich habe nur die Zuschreibung hinten, die sicher von meiner Großmutter oder was eingetragen wurde. Und da wird ein Herr Peyer genannt. Da fehlt nur ein R. Peyer war ein Düsseldorfer Maler, der auch lange in München war, das berühmte Bock-Stillleben gemalt hat. Mhm. Und einer der wenigen Biedermeier-Maler in Deutschland, der sich auf Stillleben kapriziert hatte. Was man sonst nur in Dänemark und in Berlin von Porzellanmalern herkannte. Also ich finde das Bild allerdings. Das ist wunderbar und seine Gemälde sind hoch geschätzt und hoch geachtet. Und hier kann man es durch Umfeld, kann man dieser Peyer-Zuschreibung sicher sein. Das heißt, wenn wir jetzt zu den Preisen kommen, müsste man die beiden Porträts schon aufgrund ihrer Eleganz und Schlichtheit bewerten. Ich möchte das machen, so wie sie da sind, miteinander vielleicht mit 3.000 bis 4.000 Euro. Mhm. Den jungen Herrn Lüdermann mit der langen Pfeife im Malkastel in Düsseldorf als Bild durchaus auch in einer Größenordnung von 12.000 bis 1.500 Euro bewerten. Mhm. Und den Johann Wilhelm Preyer, das wird Sie jetzt vielleicht verwundern, in einer Kategorie um die, was schätzen Sie? Ich hätte mit 1.000 Euro gerechnet. Gut. Was sagen Sie dazu, wenn ich sage, Sie können das verzwanzigfachen? Ich bin erstaunt. Also Bilder von Preyer in dieser Größenordnung kosten heute zwischen 18.000 und 22.000 Euro. Wenn man das seit Kindheitstagen hängen sieht, dann... Also sind Sie überrascht. Ich denke, es ist nicht signiert. Es wird aber trotzdem mit einer ganz, ganz großen Wahrscheinlichkeit von seiner Hand sein. Noch dazu, wenn es in diesem Umfeld passiert ist. Und da muss man nämlich auch wissen, ein Künstler hat sich vielleicht, da hat sich der Blüdermann vom Preyer ein Bild schenken lassen. Der hat keine Signatur gebraucht. Insgesamt vielen Dank für diese kleine Galerie, die uns gezeigt hat, dass Erbe auch noch über 150 Jahre zusammengehalten werden kann mit den beiden Malern, ihm noch einmal und einem kleinen Beispiel eines Freundschaftsbildes. Und Sie werden auch weiterhin, nicht nur Sie, sondern auch Ihre Nachkommen, viel Freude haben. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wie gehen Sie jetzt nach Hause mit dem kleinen Bild? Stolz. Stolz und freue mich, dass es da ist und dass es jetzt einen relevanten Wert hat, habe ich bei weitem nicht erwartet. Ich würde sagen, den Wert eines Mittelklassewagens. Ja, ja. Und das bei der Größe. Also der Preis pro Quadratzentimeter ist beachtlich, ja.